MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich starte den Motor und was kriege ich gesickt? Eine Strafe. So, jetzt aber. So, bevor die nächste Strafe ankommt, mache ich direkt das Licht an. So, dann haben wir niedrigen Sprit. Das füllen wir kurz auf. Wo sind die Tankanzeige? Ah, da unten links. Oh, wir waren schon auf, wie heißt es hier? Auf Reserve waren wir unterwegs. So. Huch. Habe ich Gas gegeben? Echt? Wollte ich gar nicht. So, okay. So, warum stehen wir hier und nicht woanders? Weil wir die neue Map installiert haben, weil der neue Patch da ist und weil sich wieder viel geändert hat anscheinend. So, wir gehen einmal ins Menü und schauen einmal ins Firmenmanagement und zwar ins LKW-Management. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele LKWs momentan im Einsatz. Das sind wirklich viele, so wie es aussieht. Ja, doch. Der stärkste ist ja der 1000 PS LKW. Und so, jetzt gehen wir einmal auf den LKW-Händler. Ich glaube, es gab ja einen neuen. Stimmt das? Habe ich das richtig im Kopf? Gab es einen neuen LKW? War da nicht was? Jetzt ist natürlich die Frage, von wem gab es den neuen LKW? Den Pedable, den können wir leider nicht benutzen wegen der höhenverstellbaren Sitze. Iveco, was ist ein neuer Iveco? Leute, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ne? Den haben wir auf jeden Fall. Active Superspace. Haben wir den? Ja, ich glaube schon. Den müssten wir haben. Gibt es denn vielleicht einen neuen MAN? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, Leute. Nein, da gibt es nur das TGX-Modell. Neuen Mercedes-Benz. Den MP3. Nein. Ja, Renault habe ich ja gerade geguckt. Vielleicht einen neuen Scania. Nein. Oder vielleicht einen neuen Volvo. ...1316 sagt mir gar nichts, die Bezeichnung. FH1316, doch, den haben wir schon. Und den anderen Volvo sollten wir auch haben. Den FH, ja. Gibt es keinen neuen LKW? Oder? Ach nein, nee, Moment, ich glaube, der kommt doch erst im nächsten Patch, oder? Bin ich jetzt gerade total falsch? Egal. So, wir gehen einmal ins LKW-Management nochmal rein und schauen nochmal nach, was wir alles für Fahrzeuge haben. Und ich würde gerne nochmal ein DAF steuern. Ah, Moment. Der DAF. Ja, doch. Wir steigen mal in den DAF ein. Jojo. Kein Problem. Dann ist der Ferenc oder die Ferenc jetzt in den Mercedes eingestiegen. So, und dann starten wir mal kurz. Lange ist es her, seitdem wir in einem DAF-LKW Platz genommen haben. Deshalb möchte ich jetzt einfach nochmal nachschauen, ob es vielleicht etwas Neues gibt für den DAF. Da vorne ist die Werkstatt, okay. Dann fahren wir doch einmal rüber zur Werkstatt. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet, was die Zuschauer gerne möchten, weil es ja zu einer regen Diskussionsrunde kam. Okay, die kam nicht nur dadurch,
sondern auch, weil ein Abonnent meinte, etwas unfreundlicher zu sein. Sowas finde ich eh persönlich immer scheiße, wenn sowas passiert. Dankeschön fürs Vorbeilassen. Was hat er denn jetzt gehabt? Super Start, würde ich sagen, oder? Kaum gestartet das Spiel und schon die ersten Macken vom LKW. Er kam nicht aus dem ersten Gang raus, aus welchem Grund auch immer. Eigentlich ganz lustig, aber hey, sowas darf nicht passieren. So viele Kilometer dürfte der doch gar nicht runter haben, oder? Oh doch, der hat schon 53.000. Ach, wir haben sogar jetzt eine Anzeige, wie schnell wir fahren dürfen. Also welche aktuellen Begrenzungen uns da vorliegen. Das ist doch mal cool gemacht. So, einmal aufrüsten und dann gucken wir mal nach, ob es da irgendwas Neues gibt. Tatsache, es gibt einen 642 PS starken chipgetunten Motor. Und dann gibt es auch ein 16-Gang-Getriebe. Okay, das ist schon das Exklusivdesign. Vielleicht mal ein bisschen in Rot rumfahren. Das sieht ja ganz nett aus. So gefällt der mir eigentlich ganz gut. Leiter und Besen. Da sagte mir einer in der Community, da müsste auch irgendwas anderes hin. Also jetzt nicht bei diesem Modell, sondern bei einem Scania T, den wir hatten. Die Felgen sehen cool aus, die gefallen mir. Hier kommen lackierte Griffe dran. Die Waves gefallen mir hier ganz gut. Warum fehlen hier ein paar Lampen? Das ist ja auch mal interessant, oder? Vom Bosch die Leuchter, die sehen ja auch cool aus. Aber die gehören da nicht dran, definitiv nicht. Das sind ganz kleine Lämpchen. Ich suche aber die normalen Lampen, die wir normalerweise dran haben. Genau, die Lumen Mark 1. So. Das hat doch was, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Nö, ne? Das sieht doch eigentlich ganz... Hier, fernschnell, gut. Einfach mal so ein Schild vorne dran. Das sieht komisch aus, gefällt mir nicht. Der Mod ist schon eigentlich ganz cool. Oder die Modifikation eher gesagt. Und... Da machen wir den Originalen da dran. Und diese Blende, das hat was. Das ist eigentlich ganz okay. Jetzt gucken wir mal, wie es mit Licht aussieht. Ja, gefällt mir ganz gut. So, den bestellen wir uns. Lackierer, können wir auch direkt mal gucken. Das sieht hier auch geil aus, oder? Da können wir auch selbst die Farben bestimmen. Dann nehmen wir mal Schwarz. Ein bisschen ins Grünliche rein. So. Das eher ins Weiße. Das sollte die Umrandung sein. Genau. Das dann auch ins Schwarz. Das wird durch die grüne Farbe am Rand richtig schön hervorgestochen. Das sieht geil aus. Das gefällt mir. So bleibt er. Bestellen. So. Okay, so. Der DAF ist fertig. Durch den neuen Lack sieht der auf jeden Fall schon mal viel imposanter aus. Und dann schauen wir doch direkt mal, was für ein Fracht wir uns hier bewegen könnten. Okay, aus momentan Köln gibt es nicht viel Auswahl, so wie ich das sehe. Büropapier könnten wir nach MA transportieren. Wir machen es mal. Wo liegt Merknes? Merknes? Meknes? MA? Es liegt irgendwo da unten, wo ich leider nicht hingucken kann, weil ich immer noch nicht den Map-Zoom eingebaut habe. Aber ist nicht schlimm.
So, wir wollen ebenfalls mehr Realismus, haben mich mir sagen lassen. Und den werden wir natürlich ebenfalls bekommen, weil ich das auch möchte. So, dadurch rentiert sich natürlich auch die Tatsache, dass wir automatisch viel weniger Unfälle haben werden und dadurch mehr Geld. Die Kombination ist natürlich perfekt und wenn sie funktioniert und aufgeht, ist das natürlich noch besser für die Firma. Ach ja, Köln ist schon ein schickes Fleckchen hier im ETS 2. Ja, bald kommen jede Menge Simulatoren raus und wenn die rausgekommen sind, Leute, dann habe ich echt eine Überraschung für euch. Glaubt mir mal, dann habe ich eine Überraschung. Ich glaube, das wird erstmal jeder als Belustigung finden und es nicht glauben und dann geschockt sein, dass es doch passieren wird. So ähnlich. Ganz krass ausgedrückt. So krass wird es natürlich nicht werden, aber ich sag mal so, es wird ganz lustig werden, glaube ich, und den ganzen Kanal etwas anders machen. Ist das schön hier. So, Büropapier nehmen wir mit. Nicht nach Frankreich, das wäre der erste. Es geht mit dem zweiten Anhänger in Richtung wo auch immer. Falsche Richtung. So. Müssen wir gucken, dass wir nichts hier kaputt machen. Sehr gut. Und auf geht's. Das sind insgesamt 2700 Kilometer, die wir fahren werden. Das ist doch mal wieder ein stattliches Sümmchen, oder? So, da wir jetzt eh gerade rot haben, werden wir uns einmal die Karte kurz anschauen, wo es denn jetzt als erstes lang geht. Wir fahren also auf die Autobahn. Nein, wir fahren an der Autobahn vorbei, über die Landstraße an Mannheim vorbei, Richtung Straßburg, ebenfalls daran auch vorbei. Dann wechseln wir von, wo ist es? Straßburg, wechseln wir auf die Autobahn, auf die A35. Bleiben da eine gewisse Zeit auf die A2, auf die A1, an Bern vorbei, an Genf, glaube ich, hieß es, auf die A43, dann auf die Landstraße, auf die A51 Richtung Marseille und danach weiß ich es leider nicht. Ich gucke, dass ich den MapZoom jetzt nächste Woche installiere, dass wir da auf jeden Fall auf dem aktuellsten Stand sind. Ach, wir haben eine grüne Welle fast erwischt.